Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht, die unseriöser nicht sein könnten. Die erste Mitarbeiterin, die weiß ich wohl nicht alleine zu helfen, da hört man wieder ganz, ganz klar im Hintergrund, dass da jemand beim Telefonieren hilft. Der zweite, den haben wir ja schon öfters auf dem Kanal gehabt, er wird euch sicherlich bekannt vorkommen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo, Herr Lips. Ja. Ich grüße Sie, Veronika Müller ist mein Name. Ja. Geht es Ihnen gut weit, ja? Was? Ich rufe Sie an als Signalgeberin von einer Anlageberatungsfirma. Wir möchten gerne die neue Gelegenheit mit Ihnen teilen, was ist jetzt gerade aktuell im Finanzmarkt passiert. Von Anfang an des Gesprächs schon höchst seriös. Sie nennt ihren komischen Namen, den sowieso keiner glaubt. Sie ruft an von Anlageberatungsfirma als Signalgeberin. Was ist denn das? Also Signalgeber. Kann ich mir wirklich nichts drunter vorstellen. Account Manager ist nichts anderes als jemand am Telefon, der Daten bearbeitet. Also Callcenter-Mitarbeiter, vereinfacht ausgedrückt. Hat man auch eine Zeit lang mal Callcenter-Agent genannt. Tja, aber Signalgeberin ist schon, eine starke Hausnummer. Die melden sich mit einem Berufszweig, den es gar nicht gibt. Und vor allem, von welcher Firma ruft denn diese nette Betrügerin hier an? Von Anlageberatungsfirma. Mhm. Schon interessant, was die sich so alles einfallen lassen und wie plump dieser Betrug überhaupt funktioniert. Übrigens nochmal ein kleiner Hinweis für alle die O-Töne, also Einsprecher hier in den Videos nicht mögen und lieber die Videos zum Einschlafen zum Beispiel nutzen, ja ohne meinen Gelaber dazwischen, sucht einfach mal im Suchbegriff nach Kakerlakenparty oder geht direkt auf das YouTube-Profil Callcenter Abzocke von mir und klickt auf Playlist. Hier findet ihr eine riesengroße Playlist an Hörspielen, wo ich nicht dazwischen rede. Hier steht, dass Sie sind schon bekannt. Wie bitte? Was ist denn passiert? Im Finanzmarkt, alle Instrumente sind sie schon im Rot. Aha, alles kaputt oder wie? Alle sind im Rot. Jetzt momentan, wir haben uns eine sehr gute Gelegenheit, mit Profite online zu generieren, mit Aktien, mit Amazon und so weiter. Ich würde gerne wissen, bis jetzt, Herr Lips, haben Sie schon Investitionen gemacht? Nee. Nee. Oh Gott, wieso haben Sie niemals probiert? Waren Sie nicht so gut informiert, keine Zeit oder was? Warum sollte ich denn? Weil Geld so machen wie alle Menschen in der Welt. Aha. Ja, und nun? Also, der Stil, wie sie hier versucht, mir dieses komische Trading-Produkt zu verkaufen, was es ja in Wirklichkeit nicht gibt. Denn in Wirklichkeit versenkt man ja hier sein Geld nur im Nichts, also bei denen, die sich davon irgendwas Schönes kaufen. Mehr passiert da aber letztendlich nicht, ihr handelt da ja nicht wirklich. Ich find's schon Wahnsinn, ihr Verkaufsstil. Oh Gott, sie haben noch nie investiert, wie geht denn das, alle Menschen? Also, nee, persönlich kenne ich jetzt keinen, der so wirklich am Aktienmarkt investiert. Ich kenne nur einen, der sich ein bisschen Kryptowährung gekauft hat, um die vielleicht mal irgendwann gewinnbringend zu tauschen. Bisher ist aber auch da nur Verlust passiert. Von daher kann ich grundsätzlich schon alleine auch nur, wenn man von dem realen Geschäft hier ausgeht, immer nur davon abraten. Es gibt natürlich auch seriöse Firmen, aber trotzdem bei seriösen Firmen könnt ihr ganz genauso das Geld verlieren, wie es hier bei diesen Telefonaten 100% verliert. Am echten Tradingmarkt hat man wenigstens noch eine kleine Prozentzahl, wo man vielleicht gewinnen könnte. Ist aber bei Privatanlegern relativ ausgeschlossen. 80-85% aller Kleinanleger verlieren ihr Geld sofort. Ja, wir sind hier, einen neuen Weg zu erklären, wie können Sie auch ein reicher Mann sein, mit Geld Profite online zu generieren, ein passives Einkommen zu haben. Sie wissen es schon, Herr Lips, weil seitdem der Krieg im Ukraine angefangen hat, unser Leben ist sehr schwierig geworden. Und leider wird noch schwieriger sein wegen Inflation. Wir wissen schon, weil ja zurzeit jeder will ein passives Einkommen zu generieren, mit einem Wort selbstständig finanziell zu sein.
weil jeder will 200 oder 300 Euro am Ende des Monats Bonus zu haben. Das wäre ganz lieb, oder? Aber geht man da nicht normal arbeiten? Wenn Sie es wollen, natürlich normal arbeiten. Wieso nicht? So, Herr Lips, ja. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, Sie sollen jeden Tag auf der Arbeit gehen, Sie sollen auch müde sein, aber im Finanzmarkt mit Kryptos oder mit weiß ich, Sie können 2 Stunden pro Woche arbeiten und da können Sie viel Profite online zu generieren. Die Experten sind bereit, Ihnen zu erklären, wie es schon möglich ist, ein passives Einkommen zu haben. Herr Lips, hoffentlich sind Sie zu Hause, oder? Ich bin zu Hause, ja. Okay. Herr Lips, öffnen Sie die Computer und schreiben Sie da investing.com. Schauen Sie erstmal, wer wir sind, was wir machen, was können wir uns anbieten. Sowieso am Ende, Sie werden selber entscheiden. Wir wissen schon, wir sind schon groß genug und jeder entscheidet für sich selbst. Aber was meinen Sie mit, ich soll den Computer öffnen, weil dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich da drin rummale. Im Computer, Sie können investing.com da schreiben und Sie können mit Ihren Augen die neuen News, die neue Ideen, die Bewegung sehen. Okay? Verstehe ich nicht. Wenn ich meinen Computer aufschraube, dann verliere ich doch die Garantie. Wieso verlieren Sie die Garantie? Naja, wenn man den Augen einfach aufmacht und man da keine Ahnung von hat. Moment, nein. So, Herr Lips, Google ist gar kein Mensch, das kann Ihnen versprochen. Wir benutzen einfach Google. Sie können einfach auf Google gehen und investing.com schreiben. Schauen Sie jetzt mal, bitte. Ich soll ja noch den Computer öffnen, das habe ich nicht verstanden. Ja, Entschuldigung. Gehen Sie vor dem PC. Auf Google schreiben Sie da investing.com. Ah, mein Gott, Sie haben mich ganz gut verstehen, aber Sie spielen ein bisschen mit mir, aber egal, ich spiele auch manchmal mit Leuten. Naja, aber ich kann damit ganz klar kommen. Ah, wiederholen Sie, was Sie sagen, Sie verstehen mich ganz gut. Gehen Sie vor den PC und ganz oben im Suchleister schreiben Sie da investing.com. Ja, und dann? Und dann, ich habe die Kollegin hier, die kann Ihnen zu erklären, wie können Sie ein passives Einkommen zu haben. Das war's. Die Beraterin. Ja, da war zwar die Leitung gerade ein bisschen komisch, aber ihr habt's hier ganz genau gehört, dass die tatsächlich Wörter, die ihr gerade selber nicht einfallen, von jemandem aus dem Hintergrund die ganze Zeit vorgesagt werden. Dass das nicht legal ist, hat sie wohl vergessen zu erwähnen. Also wenn euch jemand anruft und da hört noch jemand zu, ist er gesetzlich dazu verpflichtet, euch darüber zu unterrichten, dass da noch jemand mit in der Leitung ist und zuhört. Denn hier werden ja teilweise auch sensible Daten wie eure Bankdaten besprochen. Und da hat es nichts damit zu suchen oder niemand was im Hintergrund zu suchen, ohne dass ihr das wisst. Ihr müsst definitiv davon Bescheid wissen. Da zählt auch nicht, dass das noch ein Azubi ist oder ein Auszubildender oder ein neuer Mitarbeiter, das spielt dabei keine Rolle. Der neue Mitarbeiterin muss so lange trocken üben, bis es von alleine funktioniert. Und wenn der neue Mitarbeiter an der Leitung sitzt und da muss trotzdem noch jemand zuhören, dann muss man euch noch vor Beginn des gesamten Gespräches darüber informieren, dass noch jemand zuhört. Ist einfach ein Fakt. Denn ihr geht ja davon aus, dass ihr euch zu zweit unterhaltet und da nicht noch jemand zuhört. Das vertrauenswürdige gesprochene Wort gibt's hier halt einfach nicht in diesem Callcenter. Die sind ganz, ganz gut. Die haben alles gemacht. Aha. So. Haben Sie geschrieben oder so die Buchstaben? Ich habe das geschrieben, was Sie gesagt haben, ja. Hallo, Herr Lips? Ja. Sind Sie jetzt vor dem PC? Ja. Schreiben Sie da auf Google, ganz oben im Suchleister, investing.com. Ja, habe ich ja schon. Perfekt. Sagen Sie mir bitte, was steht da? Weil ich will ganz genau wissen, ob Sie die richtige Seite sind, okay? Ich bin auf Google. Haben Sie schon da geschrieben, investing.com, ganz oben im Suchleister? Habe ich in die Suchleiste von Google reingeschrieben, ja.
Okay, und was steht da? Drücken Sie da Enter. Sie benutzen PC, oder? Ja. Aber ich höre gar nichts, dass Sie etwas schreiben, aber okay. Aha. Aha, ja, aha. Was steht da? Jetzt sollen Sie mir sagen, was sehen Sie da? Und wenn Sie in richtige Seite, ich mache Sie weiterleiten und dann ich sage Ihnen Tschüss. Das war's. Nur ich habe jetzt hier die Google-Suchergebnisse. Tja, das ist das Problem, wenn man der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig ist oder eigentlich gar nicht weiß, mit was man da am Computer so wirklich umgeht. Denn das, was sie hier eigentlich von mir möchte, ist nicht, dass ich auf Google gehe, sondern sie möchte, dass ich den Google Chrome Browser öffne. Aber ganz ehrlich, wenn ich den Firefox geöffnet haben möchte, dann sage ich Firefox. Wenn ich den Google Chrome Browser geöffnet haben möchte, dann sage ich Chrome. Und wenn ich den Internet Explorer geöffnet haben möchte, dann sage ich Internet Explorer. Oder man vereinfacht das Ganze und sagt, öffnen Sie doch einfach ein neues Internetfenster. Also jede normale Bankberaterin oder Bankberater würde das hier so machen. Die wollen aber immer, dass man auf Google geht. Ja, aber dann tue ich das auch als Deutscher. Wenn man mir sagt, ich soll auf Google gehen, dann gehe ich auch auf Google. Damit ist dann mit dieser Aussprache die Webseite gemeint. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen schöner ausformulieren. Besuchen Sie bitte die Webseite Google, aber das macht ja so auch keiner. Aber ja, mit Google gehen, da weiß man ja wenigstens, dass man auf Google gehen soll. Aber wenn die damit jedes Mal meinen, dass damit der Browser gemeint ist, das Internetfenster, ja, warum sagen die dann immer, geh auf Google, dann geh ich auf Google. Tja, für die ist halt das alles das Gleiche, weil die Suchleiste von Google ist eben auch da drin. Und dann gibt's ja auch noch einen Unterschied zwischen der Suchleiste und der Adressleiste. Die Adressleiste ist das ganz oben. Die Suchleiste ist das, was bei Google, wenn man auf google.de geht, eben die Suchleiste ist. Tja, und wenn ich dann da Ihre Adresse eingebe, logisch, dass ich dann nicht auf Ihre Webseite komme, sondern immer noch auf Google bin und die Suchergebnisse angezeigt bekomme, wenn ich es in die Suchliste bei Google eintragen sollte. Tja, also ich meine, ich weiß, was die meint. Ich sag's ihr natürlich nur nicht, weil erstens will ich ihre Zeit verplempern und zweitens ist das ja alles Betrug. Also will ich sie natürlich auch ein bisschen ärgern mit ihren eigenen Worten. Denn hier bin ich ja nicht als Kunde blöd, sondern die stellt sich ja hier doof. Und wenn ich als Kunde nun mal nicht alles weiß, ich meine, alle Rentner wissen hier auch nicht Bescheid in Deutschland, wie so ein Computer funktioniert. Ich meine, ich bin immer ganz erstaunt, wie viele ältere Menschen tatsächlich meinen Kanal hören. Das finde ich immer richtig super. Mittlerweile kann meine Oma mit sowas auch teilweise umgehen. Aber wenn ich ihr jetzt einen Computer hinstellen würde, die kann mit ihrem Smartphone umgehen. Aber stelle ich ihr einen Computer hin und sage so, geh da mal auf Google, dann hat die Fragezeichen im Kopf. Ist einfach so. Die ältere Generation ist da nicht reingewachsen. Das ist auch ganz normal und nicht schlimm. Aber dann kann ich nicht so mit den Leuten reden. Ich meine, man muss schon als Kundenberater sich genau ausdrücken, wenn ich irgendwas genau haben will. Wenn ich dann einfach irgendwas anderes sage. Ich kann doch nicht sagen, bei der Autobestellung, ich will ein blaues Auto und bei der Abholung sage ich denn, ich meinte eigentlich ein türkises. Also es geht doch nicht. Da muss man halt präzise formulieren. Das Problem ist, was die halt nicht können, ist halt unsere Sprache. Und wenn die eben noch jemanden da im Hintergrund haben, ich meine, die spricht ja verhältnismäßig halbwegs vernünftig. Aber na gut, mal abgesehen von ihrem furchtbaren Mikrofon und der Übersteuerung, die da wieder wie immer drin ist. Aber so kann man doch nicht mit Kunden umgehen. Letztendlich braucht sie sich doch dann überhaupt nicht wundern, dass nicht das passiert, was sie sich vorgestellt hat. Okay, schreiben Sie da. Herr Lipp, darf ich wissen bitte, wie alt sind Sie? Weil Ihre Stimme klingt sehr, sehr jung. Darf ich raten? Was? Darf ich raten, wie alt sind Sie? Ja, dann raten Sie mal. Circa 18? Nee. Sondern? Anders. Anders, aber wie denn? Wie viele Jahre sind Sie? Ja, älter als 18. Nein, das glaube ich niemals, weil Ihre Stimme klingt wirklich sehr, sehr jung. Sagen Sie mir bitte, sagen Sie mir, guter Mann, wie alt sind Sie? Nee, das verrate ich nicht. Okay, was sind Sie beruflich? Beruflich? Aha. Also, Sie meinen, womit ich mein Geld sonst die ganze Woche über verdiene? Ja, genau. Fanden Sie das jetzt lustig? Was arbeiten Sie denn? Ich wüsste jetzt nicht, wozu das jetzt dient, was Sie davon haben. Oh Gott, wissen Sie was? Was denn? Bevor Sie mir ganz genau sagen, wie alt sind Sie, was arbeiten Sie? Ich darf nicht mit meiner Kollegin verbinden. Aha. Weil die sind immer sehr neugierig zu wissen, wie alt sind die Leute und was arbeiten die.
Damit wir ganz genau wissen, ob die Leute Geld haben. Was hat das damit zu tun, ob die Leute Geld haben? Ja, möchten Sie Geld zu haben oder möchten Sie gar nicht, verdammt? Jetzt spielen Sie mit mir oder was? Nö, aber vielleicht spielen Sie ja. Nein, ich spiele mit niemandem, weil ich bin hier die Beste zu sein, aber leider, ich habe komische Kunden, deswegen schaffe ich das nicht. Ach so. Ja. Möchten Sie weiterleiten oder gar nichts? Ja, machen Sie doch. Liegt ja nicht an mir. Ja. Nein, haben Sie schon da geschrieben, investing.com? Sie sollen mir sagen, wie alt sind Sie? Investing.com habe ich schon geschrieben, ja. Okay, was steht da bitte? Die Google-Suchergebnisse. Die Google-Suchergebnisse. Aber sehen Sie da ein schwarzes Quadrat? Google ist doch kein schwarzes Quadrat. Was steht da? Haben Sie schon investing.com geschrieben? Ja, habe ich in die Google-Suche reingeschrieben, ja. Sagten Sie ja. Okay, ganz oben im Suchleister. Und ja. Was kommt jetzt? Haben Sie schon da Enter gedrückt? Unten ist ja keine Suchleiste von Google. Ich habe schon Enter gedrückt, sonst hätte ich ja nicht die Suchergebnisse. Habe ich ja schon gesagt, dass ich die sehe. Und was kommt da? Na, die Google-Suchergebnisse. Das Ergebnis. Sehen Sie ein paar Resultate oder eine Seite? Ja, ich sehe hier Resultate. Resultate, okay. Was steht da in die erste? Lesen Sie bitte. Das erste wäre CFD Trading App Germany CFD Trading Demo Account. CFD Trading Demo Account. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Löschen Sie, was Sie geschrieben haben. Invest oder Investing, hat sie da gesagt, die nette Tante wieder im Hintergrund. Ich frage mich manchmal, ob die alleine atmen können da am Telefon oder ob die beatmet werden, währenddessen die telefonieren. Also bei ihr hier mit ihrer Stimme vermute ich tatsächlich, dass die ein Beatmungsgerät braucht. Und nebenbei ist das Mikrofon ja wahrscheinlich schon von ihrer Stimme kaputt. Es übersteuert ihr die gesamte Zeit. Aber wozu sitzen die ganze Zeit da ständig noch Leute im Hintergrund? Also das haben wir ja nun schon so oft in den Videos gehört. Habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft zum Thema gemacht, aber heute fällt es ja wieder extrem krass auf in diesem Callcenter, dass die nichts alleine geschissen bekommen. Weiß ich nicht. Also ich meine, die klingt doch jetzt aber auch nicht so, als wäre die so, dass sie gar nichts kann. Na doch, eigentlich schon. Aber sie spricht ja alleine. Und eigentlich bin ich der Meinung, es geht relativ flüssig. Auch wenn das absolut Kakerlake ist. Stellen wir nicht in Abrede. Aber viel besser sind ja alle anderen, die hier anrufen, sollen sie auch nicht als die. Und wozu brauchen die da jedes Mal noch jemanden? Also wahrscheinlich, weil die einfach dann nicht verstehen, was der Kunde sagt, und dann brauchen die dann immer noch jemanden, der es übersetzt und oder also mithört. Ihr wisst, was ich meine, ne? Quasi Vier-Ohren-Prinzip. Wenn der Kunde was sagt, dass es verstehen, was gemeint wurde. Aber es ist doch schon krass. Noch dazu, davon mal abgesehen, hier mit ihrer Buchstabiererei auf der Website. Ich meine, ich habe doch jetzt ihren Kram da eingegeben bei Google. Und dann sagt sie mir die ganze Zeit, nein, ich habe das da falsch gemacht. Immer der Kunde ist schuld. Also wenn diese Trading-Firmen anrufen, ist mir wirklich schon extrem oft aufgefallen, immer der Kunde ist an den Fehlern schuld, die da am Telefon passieren. Der Mitarbeiter an der Hotline grundsätzlich nie. Also das verstehe ich nicht. Kann man sich da nicht einfach entschuldigen und sagen, oh, da habe ich es bestimmt irgendwie falsch verstanden. Ich meine, letztendlich will die ja, dass ich auf Google gehe und die Google-Suchergebnisse da eintippe. Und wenn ich genau das tue, was sie mir sagt, ja, dann braucht sie sich doch nicht wundern, dass genau das passiert, was sie mir sagt. Ja, aber dem Anschein nach reicht es hier mit der Intelligenz dafür schon wieder nicht aus, da selber hinterzukommen, dass sie eigentlich das Problem ist. Und ich wirklich nur das tue, was sie sagt. Ich meine, klar, könnte ich es ja einfach machen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Kanals. Wir wollen ja denen möglichst viel Zeit stehlen, wenn es geht. Haben Sie schon investing.com, oder? Ja, das habe ich geschrieben, so wie Sie das gesagt nein, haben. Nein, Sie haben mir falsch gesagt und Sie haben selber auch falsch geschrieben. Löschen Sie und schreiben Sie, buchstabieren Sie nochmal. Ja, dann buchstabieren Sie nochmal. I wie Ida? Ja. N wie Nora? Ja. V wie Vogel? Ja. E wie Emil? Ja. S wie Siegfried? Ja. T wie Theodor? Ja. I wie Ida? Ja. N wie Nora? Ja. G wie Gustav? Ja. .com. Ja, habe ich vorhin ja auch so geschrieben in die Suchleiste. Enter? Enter? Ja. Und was kommt jetzt? Wieder die Google-Suchergebnisse. Sie sehen jetzt wieder die Resultate da, oder? Genau. Ist ja auch logisch, wenn ich das bei Google eingeben soll. Stock Market, oder? Ja, als erstes sehe ich jetzt hier
Irgendwas mit mondfahre.com. Invest now. Moment, Top PE Funds. Nochmal? Invest now in Top PE Funds. Your access to private equity. Eine Seite oder Resultaten, bitte? Die Resultate von Google aus der Google-Suche, so wie wir das vereinbart haben. Okay, was benutzen Sie denn? Meine Finger, was soll ich denn sonst benutzen? Ihre Finger schon, das meine ich. Hol nicht meinen Schwanz raus und tippe damit auf der Tastatur rum. Nochmal? Ich sage, ich hole nicht meinen Schwanz raus und tippe damit auf der Tastatur rum. Entschuldigung, aber bitte passen Sie es auf. Wie kann ich einen komischen Kunden zu meiner Kollegin weiterleiten? Bitte passen Sie auf. Naja, indem Sie auf weiterleiten wollen. Da bitte, okay. Was steht da? Na, die Suchergebnisse, habe ich ja gesagt. Aber lesen Sie bitte was zu mir. Sie sind vor dem PC oder was benutzen Sie dann? Ja, ich benutze den PC. Okay. Und jetzt, was steht da bitte? Lesen Sie etwas für mich. Lesen Sie die Resultaten da. Ja, das erste ist eine Anzeige von mondfahre.com Investnote in Top PE Fund. Ach, schade, nein, ich weiß es nicht. Wo haben Sie geklickt? Keine Ahnung, was Sie geschrieben haben. Na, hier bei Google. Keine Ahnung. In die Google-Suche, so wie ich das machen sollte. Nein. Na, was soll ich denn machen? So, können Sie mir sagen, bitte, haben Sie ganz richtig investing.com geschrieben? Ja, das haben Sie ja buchstabiert. Und Sie sehen da ein paar Resultaten. Genau. Ist ja logisch. Auf was steht in die erste? Na, habe ich ja vorgelesen jetzt schon 2 oder 3 Mal. Okay. Sie sind, das heißt, Sie sind schon in die richtige Seite. No, okay. So. Nein, ich schreibe jetzt. So, dann, Sie haben mir gesagt, Herr Lips, dass Sie niemals probiert haben, oder? Mhm. Wieso haben Sie niemals probiert? Warum sollte ich denn? Geld zu machen. Ach so. Oh, Noah. Herr Lips. Sagen Sie mir bitte klipp und klar, möchten Sie Investitionen mit uns machen? Haben Sie übrigens 2000 Euro da? Das habe ich. 2000 Euro. Warum wollen Sie denn das jetzt wissen? Wenn Sie 2000 Euro haben, wir können uns eine Investition anfangen, okay? Ach so, ich habe 2000 Euro, ja. Geh ja arbeiten. Okay, aber ich weiß es nicht, ob Sie bereit sind, Investitionen zu machen. Oder? Ich weiß ja nicht, was Sie von mir möchten. Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Also, muss man dazu noch irgendwas sagen? Also, es ist hier in diesem Gespräch so auffällig wie noch nie, dass die ganze Zeit da jemand im Hintergrund mithört. Also, seriös ist das definitiv nicht. Vor allem 2000 ist ja schon ziemlich hart. Normalerweise wollen die ja immer 250 Euro haben zum Diebstahl. Denn das Geld ist ja hier letztendlich nur geklaut. Da passiert nichts hinterher. Die investieren das Geld nicht am Aktienmarkt. Und 2000 sind dann für nichts, sondern ein bisschen viel Geld. Geh mal davon aus, dass er mich mit den 2000 jetzt eigentlich nur schockieren und loswerden wollte, um zu gucken, ob ich es ernst meine. Dadurch, dass ich jetzt hier aber trocken geblieben bin, versucht es natürlich noch kurz weiter, aber ihr könnt euch vorstellen, ich antworte ja die ganze Zeit so, wie sie sich das eigentlich, ja, erarbeitet hat. Sie stellt ja nun mal dumme Fragen und dann kriegt sie auch die passenden Antworten dazu. Ich möchte gerne, dass Sie eine Investition machen, Profite online zu generieren. Ach so. Ja. Ja. Sind Sie bereit? Auf los, geht's los. Geht's los, aber ich darf nicht, weil ich fühle mich nicht so gut mit Ihnen, weil ich meine, dass Sie Spaß machen. Und wenn ich mit meiner Expertin verbinde, dann bekomme ich Ärger, weil
Sie sollen mit meinen Experten sehr seriös sein, weil die haben ein Studium gemacht dafür. Ach so. Oder? Wer hat denn, wer, was, wie, weiß ich ja nicht. Was meinen Sie dafür? Ich meine gar nichts, das weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn das wissen? Möchten Sie Investitionen machen oder gar nicht? Möchten Sie informieren, was Sie über Finanzmarkt, über Bitcoin, Forex, Aktien, Amazon, Kryptos, alles? Hey, I didn't talk at all. Also ich habe ihr jetzt hier an der Stelle nicht vernünftig geantwortet oder gar nicht geantwortet, weil das Telefon ja irgendwie so weit weg war, der Hörer, wie es sich angehört hat, dass man sie ja kaum verstanden hat am Anfang. Also habe ich mir gedacht, naja, lass mal so mal kurz warten und mal gucken, was dann kommt. Ja, hier hat sie dann an der Stelle das Gespräch beendet. Und irgendwas, ja, auf Ausländisch, war das Spanisch? Und das könnte die Annette wissen aus den Kommentaren. Oder, Annette, war das Spanisch? Vielleicht weiß es noch wer anders. Oder was, Italienisch? Also irgendwie so in die Richtung. Ihr wisst ja, ich bin ja nun nicht so sprachbegabt. Eher so ein Sprachklops. Ich habe ja schon mit Deutsch zu tun, dass wir das hier selber vernünftig ausgesprochen hinbekommen. Ich rotze euch ja hier immer alles so durchs Mikrofon, ihr wisst ja Bescheid. Ja, aber ihr seid ja sprachbegabt, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr da so rausgehört habt, was sie da zum Schluss so von sich gegeben hat. Ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Darf ich mit Mario Kart sprechen? Ja. Okay, mein Name ist Thomas Kraus. Ich bin der persönliche Account-Manager von Handelsplattform Finviz. Ja? Sie haben schon bei uns Ihre Daten hinterlassen, ja? Wir haben Sie Interesse an Online-Handeln, Trading, oder? Gefühlt, ja. Mhm. Okay, so. Sehen Sie, wie ein Account-Manager kann ich Ihnen jetzt alles Schritt für Schritt erzählen, erklären, wie es bei uns funktioniert und welche Verdienstmöglichkeiten haben Sie. Ja? Aha. Aber zuerst habe ich eine obligatorische Frage für Sie. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? 29. Okay, gut. So. Weil sehen Sie, warum frage ich? Weil wir haben einen Verifikationsvertrag mit Visa und Mastercard und wir können nur mit Volljährigen arbeiten. Ja. Wie ich verstanden habe, sind Sie volljährig, ja? Okay, gut. So. Sagen Sie mir bitte, ja, haben Sie vielleicht irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Ich meine, Handeln oder Trading? Können Sie sich vorstellen, wie Dinge funktionieren? Welche Dinge? Ich meine, wie es Handel funktioniert, ja, zum Beispiel, wie bei unserer Handelsplattform alles funktioniert, oder? Nee, da kenne ich mich nicht mit aus. Okay, bitte keine Sorge, ja. Viele meiner Kunden auch kommen zu mir ohne jegliche Erfahrung. So, jetzt erkläre ich Ihnen, welche Verdienstmöglichkeit haben Sie und wie es bei uns funktioniert. Okay? So. Wie ich Ihnen gesagt habe, wir sind eine Handelsplattform. Wir handeln mit Rohstoff, Aktien, Kryptowährungen und so weiter. Und für Sie liefern wir zwei mögliche Varianten, wie Sie Geld verdienen können. Aha. So, unsere erste mögliche Variante ist Handelsroboter. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht etwas über Handelsroboter gehört? Nee. Okay, nicht schlimm. Kurz zu sagen, Handelsroboter ist ein Computerprogramm. Dieser Aha. Computerprogramm so, schwierige mathematische Algorithmen, um die bessere Positionen auf Finanzmarkt schließen, ja, und auf diese Weise bekommen Sie Ihre Profit auf Ihre Handelskonten. Es ist klar, ja? Mhm. Okay, so, dieses Handelssystem läuft ganz automatisch, Sie brauchen sehr wenig Zeit, ja? So, vielleicht 10 Minuten pro Woche mit Ihrem Finanzexperten kommunizieren und diesen Roboter konfigurieren, ja, damit alles korrekt funktioniert. Okay, es ist klar. Mhm. Alle andere Zeit löst es automatisch, okay? So, dann unsere zweite mögliche Variante für Sie. Natürlich, Sie können auch direkt mit unserem Finanzexperten arbeiten. Ja? Unser Finanzexperte ist eine Person, der mehr als 8 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Er wird für Sie auch alle Informationen vorbereitet und einen Ratschlag geben. Ja? Mit diesem Ratschlag können Sie dann weiter handeln und Ihren Profit bekommen. Okay, es ist klar, ja? Mhm. Okay, gut, so. Aber natürlich, mit Ihrem Finanzexpert können Sie mehr verdienen als mit Roboter, aber Sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht von 2 bis 3 Stunden pro Woche, damit Sie mit Ihrem Finanzexpert kommunizieren können? So viel Zeit?
Von 2 bis 3 Stunden pro Woche, circa. Das ist ja ganz schön viel. Es ist viel für Sie? Ja. Ach so, aber Sie, ja, nicht so viel Freizeit, ja? Arbeiten Sie vielleicht, oder? Ja. Ach so. Vielleicht ist es eine sehr schwierige Arbeit, ja? Darf ich Ihnen fragen, wer sind Sie als Beruf? Von Beruf bin ich hübsch. Bitte, bitte? Danke, danke. Was meinen Sie? Was denn? Okay, so sehen Sie, wenn Sie kein, ja, überhaupt kein Zeit haben, ja, dann ist nicht schlimm. Sie können mit unserem Handelsroboter arbeiten, ja, und dann brauchen Sie, ja, circa kein Zeit überhaupt, ja. Wie ich Ihnen gesagt habe, nur 10 Minuten. Aber der ist nicht so viel. Sie? Bitte, bitte? Danke, danke. Danke für was, ja. So, was meinen Sie? Na, ob der Roboter dabei ist, der gute. Haben Sie mich verstanden, oder hören Sie mich, oder? Ich höre Sie, ja, deutlich und lautlich. Aha, gut. Okay, so. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen über unsere Mitarbeit, ja, oder, ja, brauchen Sie mehr Informationen, vielleicht? Was soll ich denn da fragen? Weiß ich nicht. Wenn Sie keine Fragen haben, dann okay. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann müssen wir diese Frage stellen, so. Ganz einfach. Also, na, wie viel Geld kann man denn da so machen, so in einer Sekunde? Bitte, bitte. Danke, danke. Aha, so, einverstanden. Ja, sehr, sehr komisch. Okay, so, na, können Sie bitte noch einmal Ihre Frage stellen? Na, wie viel Geld kann man denn da so machen, wenn man da was macht? Okay, so, natürlich, ja. Ja. Nach dem Handel, ja, würden Sie natürlich ein Profit bekommen, ja? So, Sie würden zum Beispiel... Mhm. Ganz genau, so. Ja. Zum Beispiel mit Roboter, beispielsweise, ja, sie würden dann automatisch handeln. Dieser Roboter wird die bessere Verdienstmöglichkeit suchen, ja. Dann zum Beispiel, ja, ein Aktien oder ein Rohstoff mit niedrigeren Preisen kaufen, dann wird es mit höheren verkaufen und dann dieser Unterschied, ja, ist ihr Profit. Sie würden diesen Profit auf ihre Handelskonto bekommen und dann können sie weiter mit diesem Geld vielleicht arbeiten oder auch eins auszahlen. Okay, es ist klar, ja? Ja. Und hat der Roboter auch einen Namen? Hat dieser Roboter einen Namen? Ja, ganz genau. MD5, ja, dieser Roboter heißt dieser Name. Das ist aber kein schöner Name. Ja, aber es ist ein Robotername, nicht ein menschlicher Name. Der MT5 ist der MetaTrader 5 und ist kein Roboter. Es ist einfach nur eine Handelssoftware, die man sich überall runterladen kann. Also klar muss man die kaufen, aber letztendlich kriegt man die da ja sowieso nirgendwo zum Runterladen. Die werben einfach nur damit. Ja, aber es ist letztendlich kein Roboter. Klar sind da Automatismen in diesem Programm, dass man mit diesem Programm Kurse automatisch schließen kann. Man muss sich das so vorstellen, man hat irgendwo eine Trading-Plattform und mit dem MetaTrader 5, mit der Software MT5 oder auch MT4, also MetaTrader 4, kann man sich mit, wenn man diese Daten hat, direkt auf der Plattform über das Programm einloggen. Und dann hat man die ganzen Kurse und so direkt auf dem Computer, ohne dass man den Browser braucht. Und dann kann man über dieses Programm handeln. Funktioniert nicht bei jeder Plattform, aber bei guten Plattformen. Und wenn man dann eben seinen eigenen Schlüssel eingegeben hat von seinem Login, kann man über das Programm handeln. Hat dann mehrere Bildschirme zur Verfügung mit verschiedenen Statistiken und die ganzen Grafiken, die man eben so von der Börse kennt. Und hier setzt man ja bei CFD-Trading auf steigende oder fallende Kurse. Also man kann auch auf einen fallenden Kurs setzen und damit gewinnen. Das Programm sorgt jetzt nun dafür, wenn sich der Kurs genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, wie lange das sich so weiterentwickeln darf, ab wann das Programm die Position, die man da finanziert, geschlossen wird. Dann verliert man zwar Geld, aber man minimiert das Risiko. Außerdem kann man bei diesem Programm einstellen, dass wenn Position jetzt geöffnet ist, und das Ganze gerät ins Wanken. Das heißt, das kostet jetzt mehr Geld, als ihr investiert habt. Dann kann dieses Programm dafür sorgen, dass automatisch nachfinanziert wird. Also quasi schon automatisch, aber ein Roboter ist es nicht. Denn ihr müsst das jedes Mal selbst programmieren. Sicherlich kann man da so eine Art Regeln hinterlegen, dass das immer wieder automatisch passiert, wenn ich irgendwo trade. Aber dieses Programm
analysiert nicht vollautomatisch den Markt. Dieses Programm denkt nicht automatisch für euch mit. Ihr müsst doch schon selbst eure Denkschüssel in Bewegung setzen, um das Programm mit Daten zu füttern. Denn sonst macht das Programm nix. Also komplett Blödsinn, was sie da schon wieder erzählen. Mit Roboter hat das nichts zu tun. So, könnte man doch Hans-Peter oder so nennen. Bitte, bitte? Was meinen Sie? Okay, so sehen Sie, wenn Sie, ja, für Sie diesen Namen nicht so schön klingt, ja, ist kein Problem. Sie können Ihre eigene Name hingeben, ja, wenn Sie das möchten. Okay, so, wenn Sie noch keine Fragen haben, dann ja, können wir weitergehen, okay? Wie ich Ihnen gesagt habe... Wie alt ist denn der Robert? Okay, ja, ganz genau. Wir können mit diesem Roboter ja auch arbeiten. So. Aber sehen Sie, es ist nicht ein echter Roboter, es ist ein Computerprogramm. So. Wie ein WhatsApp oder anderes, ist klar. Ja, aber dieses Programm nutzt schwierige mathematische Algorithmen, um den Markt zu suchen, um die bessere Transaktion ja, zu wählen. Ja. Es ist klar. Okay, natürlich, wenn Sie möchten mit unserem Handelssystem arbeiten, ja, natürlich brauchen Sie Ihre Handelskonto, ja, damit Sie Ihre Profit dann auch sehen können, ja, und dieses Programm auch handeln können. Ja. So, Sie können Ihre Handelskonto mit unterschiedlichen Summen aktivieren, ja. Viele meiner Kunden beginnen mit 500 Euro und auch mit 1000 Euro, aber, wie ich verstanden habe, haben Sie überhaupt keine Erfahrung, so. Ich möchte Ihnen Ratschlag geben, mit unserem Mindestbetrag anfangen. Es ist 250 Euro. Sagen Sie mir bitte, passt diese Summe zu Ihnen? Ich würde erstmal mit 6.000 anfangen. Möchten Sie jetzt mit 1.000 beginnen, ja? Nur mit 6.000. Können Sie noch einmal sagen? Na, mit 6.000. Also, leider mit 6.000 können Sie nicht anfangen, Sie können mit 1.000 anfangen. Ja, es ist unsere obere Grenze. Ja, und alleine das hier mit dieser Obergrenze von maximal 1000 Euro zeigt schon wieder, dass das hier alles nur Blödsinn ist und keine wirkliche Trading-Firma. Denn tatsächlich ist es leider so, dass 250, 500 oder 1000 für den Handelsmarkt zum Traden viel zu wenig Geld sind. Man braucht schon extrem deutlich mehr, um da auch nur im Ansatz irgendwie erfolgreich zu sein. Ansonsten redet man hier von Centbeträgen, die man da traden kann. Und das ist auf dem Handelsmarkt nicht lukrativ. Denn jede Position, die man setzt, die kostet auch Gebühren. Denn die Plattform möchte ja in der Regel auch Geld verdienen dafür. Also zieht die davon auch was ab. Oftmals zu bummeligen Euro vielleicht. Kommt manchmal auch drauf an, welche Plattformen prozentual. Manchmal haben sie 3%, 4% oder wenigstens 1 Euro pro Aktion und dann nochmal Prozente obendrauf. Das heißt, ihr könnt da nicht nur Centbeträge Gewinn machen. Weil wenn ihr jetzt nur Centbeträge Gewinn macht, kostet die Position, die ihr da geöffnet und geschlossen habt, viel, viel mehr, als ihr damit eigentlich einen Gewinn gemacht habt. Alleine das erzählt jetzt hier schon wieder, dass das alles nur Blödsinn ist. Die Obergrenze mit den 1000 Euro habe ich mich in den Kommentaren jetzt hier schon öfters mal belehren lassen. Das könnte einfach damit zu tun haben, dass alles über 1000 Euro verfolgbar ist. Oder zumindest verfolgbarer als ja eben unter 1000 Euro. Das wird wahrscheinlich dann nicht so mitgeschrieben, wie wenn es große Beträge sind. Bei großen Beträgen muss die Bank sicherlich schon aufgrund des Geldwäschegesetzes viel, viel mehr ja, Regeln walten lassen und das Geld eben einfach anders dokumentieren, als wenn es unter 1000 Euro ist. So, aber sehen Sie, Sie können natürlich weiter investieren, diese 5000, ja? Und weiter ja, gehen. So. Unsere maximale Summe für Aktivierung ist 1000 Euro. Okay? Warum? Ja, weil wir verstehen, dass Sie zum Beispiel ja etwas Neues für Sie ist. So. Und wir müssen sicher sein, dass Sie ja alles verstehen, alles korrekt arbeitet. Und dann, wenn Sie alles verstanden, wie es handeln muss, und so weiter und so fort, dann können Sie weiter investieren, ja? Wir möchten mit Ihnen eine langfristige Partnerschaft machen, deswegen, wir haben sehr große Interesse, dass Sie am Anfang alles verstehen, wie es funktioniert, wie alles läuft, und dann können Sie weiter investieren, okay? Ich suche keinen Partner. Partner? Was meinen Sie? Sie sagt, okay, sehen Sie,
ja, warum sage ich Partner? Ja, weil wir mit Ihnen würden ja, zusammen Geld verdienen. Sehen Sie, unsere Hilfe für Sie kostenlos ist. Ja? Dieser Roboter, meine Unterstützung, für Sie kostenlos ist. Ja? Sie zahlen für das nichts. So, wir bekommen nur eine kleine Provision von Ihrem Einkommen. Das bedeutet, dass wenn Sie zum Beispiel 1.000 Euro mit diesem Roboter verdienen, dann bekommen wir 10% von dieser Summe, also ca. 100 Euro. Ja? So, nicht so groß, aber zu uns ist es passt. Ja? Deswegen sage ich Ihnen, dass wir ein Partner sein. Ja? Wir würden Geld mit Ihnen verdienen. Ja? Deswegen haben wir großes Interesse, dass Sie viel Geld verdienen können. Weil wenn Sie verdienen Geld, dann wir verdienen Geld auch. Es ist klar, ja? Mhm. Okay, gut. So. Dann bis jetzt haben Sie überhaupt keine Frage, ja? Na, und wie lange dauert das so, wenn man das macht? Okay, so. Wie lange was dauert? Ihre Aktivierung, oder? Na, das alles. Okay, sehen Sie. Okay, sehen Sie, wie es funktioniert. Wenn Sie jetzt bereit sind, ja, unsere Finanzabteilung kann für Sie Überweisungsdaten vorbereiten, ja, damit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können. Und dann, nach Überweisung, Sie müssen ja vielleicht von 1 bis 3 Tagen warten. Es ist alles kennt von Ihrer Bank. Ja, Ihre Bank wird diese Daten bearbeiten. So, und dann, wenn dieses Geld wird auf Ihr Handelskonto überweisen, dann können Sie anfangen zu handeln. Ja? Noch einmal, diese Überweisung dauert von 1 bis 3 Tagen, wie ich Ihnen gesagt habe, ja. Alles kennt von Ihrer Bank. Ja. Und gibt es bei Ihnen auch so Werbegeschenke wie bei der Bank? Ein Kugelschreiber oder ein Taschenrechner? Aha. Aha. Okay, sehen Sie, wir haben auch ja, über unser Bonussystem nicht gesagt. Ja? Wenn Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren, so, vielleicht mit Summe von 1.000, ja, dann bekommen Sie 200 Euro wie ein Bonus. Wenn Sie mit Summe von 500 Euro anfangen, dann bekommen Sie 100 Euro wie ein Bonus. Und mit Mindestbetrag bekommen Sie 50 Euro. Ja, wir haben auch ein Bonussystem für Sie. So? Ja, aber gibt es da keine Süßigkeiten? Was meinen Sie? Na, bei meiner Bank, da steht immer so eine Rolle drauf. Die kann man lutschen. Okay, sehen Sie, über Risiko. Ja, natürlich, auf Finanzmarkt, ja, alles hängt vom Finanzmarkt, sozusagen, ja. Ich kann Ihnen nicht lügen und sagen, dass Sie zum Beispiel am nächsten Tag ein Millionär sein, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, dass unsere Finanzexperten, auch unsere Roboter, nutzen unterschiedliche Risikominimisierungsstrategien, um ihr Risiko zu minimisieren. Ja? Auch sie würden mit ihrem Finanzexpert ihre persönliche Entwicklungsstrategie entwickeln. Ja? Und mit dieser Entwicklungsstrategie würden sie weiter arbeiten und es wird ihnen helfen, ihr Risiko zu minimisieren. Ja? Minimisieren, ja. Okay. Das klingt ja kagalatastisch. Hm? Was meinen Sie? Na, Sie sagten minimisieren und das, ich sagte, das klingt kagalatastisch. Mhm. Okay, so sehen Sie, Sie würden mit Ihrem Finanzexpert zusammenarbeiten, Ihr Finanzexpert wird Ihnen alle Schritt für Schritt erzählen, erklären, wie es funktioniert. So. Ja. Und Sie würden und ganz täglich eine Unterstützung von Ihrem Finanzexpert bekommen. Ja, ist kein Problem, überhaupt. Wo muss ich denn da hinkommen? Können Sie noch einmal sagen? Wo muss ich denn da hinkommen? Okay, so, was meinen Sie? Na, wenn Sie sagen, der möchte mit mir zusammenarbeiten, wo muss ich denn da hin? Okay. Okay, so sehen Sie, wir nehmen für unsere Finanzexperten, auch für unsere Handelsroboter, ja, 10% Provision, so. Nicht so groß ist. Aber nur von Ihrer Gewinn, ja, das bedeutet, dass, ja, wenn Sie dieses Geld überweisen zuerst, ja, Sie zahlen dieses Geld uns nicht. Wir bekommen Profit, nur wenn Sie einen Profit bekommen. Verstehen Sie das? Ja, Geld macht Geld. Okay, so, ja. Wie ich verstanden habe, bis jetzt haben Sie vielleicht keine Fragen, ja? So, sagen Sie mir bitte, ja, sind Sie bereit, jetzt schon Ihr Handelskonto aktivieren und beginnen zu handeln? Ich. Hm? Können Sie noch einmal sagen? Wo sitzt denn Ihre Firma? Unsere Firma heißt Finnwitz. Ein Fischwitz. Können Sie noch einmal sagen? Fischwitz oder wie? Okay, so, unsere Firma heißt Finnwitz. Unsere Abteilung steht in Dortmund. Es ist Deutschland. Naja, so. Da drüben im Mund, ja. Und wo sitzen Sie? Schneckchen? Ja, hallo, hallo. Wo sitzen ja, Sie? Können Sie bitte noch einmal sagen? Ja, ich
Ich höre Sie ganz schlecht. Ja, wo steht denn Ihr Stühlchen? Wo haben denn Ihre vier Buchstaben Platz genommen? Okay, so. Unsere Firma heißt Finviz. Ja, F-I-N-V-I-Z. Ja, also wie ein Fisch. Ein witziger Fisch. Hallo, junge Frau? Ja, da hat sich unsere Zuckerschnecke dann wohl ganz schnell aus dem Staub gemacht. Hier habe ich es, glaube ich, ein kleines bisschen mit Dummtun übertrieben. Aber auf jeden Fall haben wir von den beiden Betrügern hier heute wieder jede Menge Zeit gestohlen. Jede Menge Zeit, in der die Betrüger niemanden anderen betrügen konnten und ihre Zeit bei uns hier auf der Leitung verplempert haben. Und der Vorteil ist, ihr könnt euch hier informieren, wie es weitergehen würde, wo ihr nicht mehr ans Telefon gegangen seid oder schon lange aufgelegt hättet, wie es weitergeht. Bei diesen Betrügern. Der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir ein neues Video auf dem Kanal haben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.